Ich bin der Matthias Beckert, bin der erste Vorsitzende des Annaberger Rassegeflügelzüchtervereins 1845 e.V. Genauso heißen wir. So dass wir insgesamt 421 Nummern ausgestellte Tiere hier zeigen können. Bewertung der Tiere erfolgt nach dem sogenannten Rassegeflügelstandard. In dem Rassegeflügelstandard steht drin, wie ein Tier, egal welche Rasse, aussehen soll. Welche Größe, welche Form, die Federstruktur, die Federfarbe. Ausstellen kann und darf jeder, der Mitglied im Rassegeflügelverband ist. Jedes Tier muss einen anerkannten Fußring tragen und jeder hat, der sich anmeldet, ein Standgeld zu bezahlen. Also wir sind halt hier, um die Ergebnisse von unseren Tieren zu beschauen. Wir haben große Hühner, Zwerghühner und auch Tauben mitgebracht. Also ich selber stelle seit 10 Jahren aus, beziehungsweise züchte seit 10 Jahren. Die Kinder sind dann dazugekommen später, um etwas ein bisschen ans Hobby ranzuführen. Ja, und die Kinder lernen dadurch, durch dieses Hobby ein Stück weit mit der Natur verbunden zu sein und dass das Ei halt nicht aus der Packung kommt, sondern vom Huhn kommt. Und letztes Jahr sind fast alle Ausstellungen ausgefallen, Corona-bedingt. Dieses Jahr, sag ich mal, sind wir noch gut dabei. In 14 Tagen, vom 5. bis 7. November ist ja unsere Heimschau in Geier. Ja, und ich hoffe, dass wir die noch durchführen können. Also ich bin der Chase Mal, komme aus Geier. Ich habe heute hier ein paar Zwerghühner mit. Die sind jetzt 5 Monate, 6 Monate ungefähr. Ich mache es aus Leidenschaft, weil es mir halt echt sehr gefällt, dass ich halt meine Tiere ausstellen kann, dass ich zeigen kann, ich kann auch um meine Tiere sorgen. Hier ist die Bewertungsnote, das heißt, wenn die gut ist, kommt halt deine Punkte, wie viel du halt mit dem Tier absolviert hast. Hier ist zum Beispiel 94. Von den 94 Punkten wiederum ist dann die Nummer, also dieser Preis E. Ansonsten haben wir geöffnet am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Die Faszination Tierzucht insgesamt ist eine Lebensaufgabe, die man leben muss.